Ja, bittere Heimniederlage und nach diesem Spiel ging es dann zum großen Liga-Favoriten zum zweiten Mal in die Kölner Arena. Dort kassierte man bekanntlicherweise ja beim ersten Spiel eine 9:0 Niederlage. Doch diesmal war auch Skinny besser vorbereitet. Die Mannschaft war pünktlich in der Halle und hatte Zeit, sich an diese ungewöhnliche Atmosphäre in dieser Halle auch zu gewöhnen. Und für Junior Jochen Vollmer war dies auch der erste Auftritt in einer so riesigen Arena. Gute Stimmung vor diesem Spiel bei der Mannschaft, weil man hat ja auch eigentlich hier in Köln nichts zu verlieren. Natürlich auch Peter Dreisal wieder freundlich begrüßt von den Kölner Zuschauern, der Ex-Kölner Hai. Ja, und dieser Mann musste zuschauen. Nach seiner Fingerverletzung, Radek Todt. Hanni Lutzig hingegen, der durfte ran. Skeptische Blicke auch vom Trainer gespannt vor dem Spiel. Ja, und jetzt ein bisschen Arena-Atmosphäre. Man stelle sich nur vor, die Halle ist mit 18.500 Zuschauern komplett gefüllt. Ja, während die Haie spektakulär vorgestellt werden mit viel, viel Aufwand, so kommen die Essener Moskitos an einem Seiteneingang in die Arena. Ein bisschen seltsam ist die ganze Situation dort sowieso. Die Bänke liegen auf der anderen Seite. Die Katakomben sind dort ein wenig seltsam angeordnet. Ja, es fragten sich natürlich auch die mitgereisten Essener Fans. Und diesmal waren es nicht so viele wie im Hinspiel. Was wird dieses Spiel bringen? Und hier sehen wir auch eine der vielen Möglichkeiten. Der riesige Videowürfel mit großer Videoleinwand. Ja, mit dem, was die Kölner da als erste Reihe aufbieten können, damit können wir fast unsere gesamte Mannschaft bezahlen. Da geben sich die Stars die Klinke in der Hand in dieser Mannschaft, angefangen vom Torhüter bis hin zum Trainer. Top-Leute der Liga, aber auch als Außenseiter, da kann man sich ganz gut wohlfühlen. Das haben die Moskitos ja schon einige Mal bewiesen. Und auch das erste Mal seit langem wieder dabei, Terry Campbell. Und er zeigte in diesem Spiel eine Top-Leistung, so viel kann man schon mal vorwegnehmen. Ja, einer der besten Spieler an diesem Abend, neben Goalie Oldrich Svoboda. Die Moskitos begannen recht druckvoll.
Frank Appel auch mit dabei, auch er mit seinem ersten Auftritt in der Arena, aber auch er sehr solide in diesem Spiel. Und man war natürlich vom ersten Spiel her gewarnt, die Kölner nicht zu Beginn so ins Spiel finden zu lassen, wie es schon einmal war, als es nach wenigen Minuten bereits 3-0 stand. Diesmal funktionierte die Abwehr. Und Thomas Serschen hier mit einer großen Chance. Wird gefoult und es gibt dafür 2 Strafminuten gegen die Kölner. Diszipliniertes Spiel der Essener. Überzahlsituation und schöner Schuss von Roman Huppert hier. Das geht uns immer noch in Überzahl. Marc Sarah fängt die Scheibe hier gut ab, aber sie kommt nicht bis vor das Tor. Aber die Essener weiter in Scheibenbesitz. Und da hören sie es. Und Wladimir Cooper mit einem katastrophalen Fehler an der blauen Linie und 3 gegen 1. Showtime war angesagt. Tic-Tac-Toe, 3 Spiele alleine vor Oldrich Svoboda und Todd Luschko hat keine Probleme mehr, die Scheibe ins Tor unterzubringen. Überraschend zu diesem Zeitpunkt, muss man sagen, die Führung für die Kölner. Denn bis dato hatten die Moskitos mehr vom Spiel. Sehen wir es auch nochmal für die Fans auf dem großen Videowürfel. Und der Torschütze Todd Luschko für die Kölner. Ja, 13. Spielminute. Die Kölner zeigten nicht sehr viel. Und eine riesige Chance. Warum hier Terry Campbell die Scheibe nach hinten spielt, das bleibt wohl sein Geheimnis. Aber diese Reihe spielt halt an diesem Abend wirklich vorzüglich. Gatschi, Nemschicki und Campbell harmonierten wunderbar, spielten die Kölner Abwehr ein ums andere Mal wirklich schwindelig. Ich denke nicht, dass sie damit gerechnet haben. Und hier wieder Cooper wollte seinen Fehler gut machen, aber Börner hält. Spielminute. Wieder die Reihe Katschia, Nemchiki, Campbell auf dem Eis. Ja, und da führt eine tolle Kombination zum Ausgleich. Zum mehr als verdienten Ausgleich. Ein ganz tolles Tor. Werden wir in der Wiederholung noch mal sehen. Hier der Pass von Cooper nach außen. Auf Marian Katschia. Und endlich sehen wir mal einen Angriff, so wie ihn viele der Gastmannschaften am Westbahnhof schon vorexistiert hatten. Campbell schneidet in die Mitte, bekommt die Scheibe direkt weitergeleitet. Und Nemchiki braucht den Schläger nur noch hinzuhalten. Keine Chance für Werner durch die Beine. 1:1. Es waren einige Fans doch wieder mitgefahren, aber es waren höchstens 200, 250 Zuschauer. Ein bisschen schade, denn dieses Spiel hatte wahrlich mehr Zuschauer verdient. Hier sehen wir es, die Mannschaft geht nach draußen. Nicht da, wo sie reingekommen ist, sondern auf der anderen Seite.
Ja, zu Beginn des zweiten Drittels konnte man eigentlich erwarten, dass die Kölner einiges mehr für ihr Spiel tun würden. Lance Nethery war ja nicht an der Bande, er war aus privaten Gründen nach Amerika gereist. Bob Leslie stand da als verantwortlicher Coach an der Bande. Ich denke, da wird es das eine oder andere deutliche Wort gegeben haben bei den Kölnern. Die Moskitos hingegen, die durften sehr zufrieden sein. Taktik ist voll aufgegangen. Versucht natürlich jetzt ein bisschen mehr Druck zu machen und haben auch hier gleich eine riesige Chance, aber Ulrich Svoboda kann da klären. Wir haben McDonald Bambuli, der neue Mann, der letzte Neuzugang bei den Kölnern. Auch er ein Spieler, der in jedem anderen DL-Verein wahrscheinlich in den ersten 5 spielen würde. Ja, und dann fällt schon das 2:1 für die Moskitos in die Anfangsdrangperiode der Kölner im zweiten Drittel hinein. Jukka Seppo hatte schon im ersten Drittel einen Schlag auf den Daumen bekommen, spielte unter Schmerzen weiter, aber zum Glück tat er das auch. Denn er erzielt das 2:1 in der Köln Arena für die Moskitos. Kluge Vorarbeit hier von Roman Wuppert, der den Verteidiger aus der Mitte herausnimmt. Ja, und auch Steve Wilson kommt zu spät. Ja, und die große Köln Arena, die wurde plötzlich sehr, sehr ruhig. Und man konnte tatsächlich das ein und andere Mal die gut 250 Essener Fans hören. Das ist ja so eine Sache da in der Köln Arena. Fans, Gästefans werden ja nach oben in den Oberrang verfrachtet. Da sind sie dann, auch wenn sie wie im Hinspiel mit 2.500 bis 3.000 Zuschauern vertreten sind, kaum zu hören. Kölner versucht natürlich jetzt wütend das Essener Tor zu bestürmen. Aber Ulrich Svoboda, auf ihn war heute Abend Verlass, an diesem Abend. Thomas Derschen hier. Ein schöner Schlagschuss von Marc Savar. Essener weiterhin im Scheibenbesitz. Und wieder eine Riesenchance aus der Drehung heraus. Aber Andrew Werner kann das nächste Gegentor verhindern. Wieder eine große Chance für die Kölner. Doch wieder Endstation Svoboda. Und Lemmert versucht auch nochmal von der blauen Linie. Doch so war Ulrich Svoboda nicht zu schlagen. Ganz cool und abgeklärt, was er in diesem Spiel zeigte. Und das hätte mit Sicherheit jeder Fan dem Peter gegönnt. Ein Tor in der Arena gegen die Kölner Haie. Die Latte verhinderte es.
und Mario Guyon nach langer Verletzungspause auch wieder erstmalig heute dabei bei den Kölner Haien. Und der Druck der Kölner, der wuchs natürlich auch. Das war klar, das wusste auch jeder. Aber die Moskitos, sie fuhren sehr geschickt Entlastungsangriffe. Es war ein gutes, abwechslungsreiches Spiel. Christian Koman hier auf Michael Dvořák und von hinten nochmal Bodo Müller-Bönig, aber da war das Spiel bereits unterbrochen. Es bleibt am 2:1 für die Moskitos. Ja, da war das Drittel zu Ende. Die Fans, die waren nicht zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft. Wir hingegen, wir konnten sehr zufrieden in die dritte Pause fahren. 2:1. Führung für die Moskitos. Wer hätte das gedacht, nachdem das erste Spiel hier in der gleichen Halle 9:0 ausgegangen war. Ja, Frage nun, wie wird die Taktik der Essener, aber auch die der Kölner aussehen? Von Kölner Seite her konnte man eigentlich nur sagen, wir mussten Druck machen. Und die Essener hinten reinstellen oder versuchen selber Druck zu entwickeln. Zunächst mal gab es eine Unterzahlsituation zu überstehen. Und da schepperte es ganz gewaltig am Pfosten. Aber die Scheibe war nicht drin. Ja, und dann kann Roman Huppert befreien. Wir sehen das nochmal in der Wiederholung. Knallharter Schuss von Mario Dugnon. Aber die Scheibe, die klatscht vom Pfosten und von da aus geht sie zurück an den Schoner Svobodas und dann kann er sie wegspitzeln. Weiter 2:1 für die Moskitos. Ja, und dann passierte etwas, was sowohl die Schiedsrichter als auch wir nicht sehen konnten, zumindest nicht im Bild festhalten konnten. Ein Schläger eines Kölners traf Zdeněk Tučimský im Nacken. Eine ganz, ganz schwere Nackenverletzung trug Zdeněk dabei. Und für ihn war auch dies für lange Zeit der letzte Auftritt. Auch er kam in der Normalrunde nicht mehr zurück auf das Eis. Auch er klagt ständig unter Schwindelgefühlen und Kopfschmerzen. Ja, es ist etwas für mich erstaunlich, wie oft Linienrichter in dieser Saison bereits etwas gesehen haben, abseits vom Puck, was der Hauptschiedsrichter nicht gesehen hat, wenn es ein Foul der Essener angeblich gewesen ist. Also ist schon mehrfach so gewesen, dass die Schiedsrichter das bei Fouls der Gegnermannschaft nicht sehen konnten. Wie auch immer. Und hier kann man auch drüber streiten, ob Schiedsrichter Rademacher das als Foul geben musste. Er gab Max Savard die 2 Strafminuten und das hieß für Köln, sie konnten wieder zurück ins Spiel finden, wenn sie jetzt diese Überzahlsituation nutzen konnten. 5 Minuten vor Spielschluss war das eine ganz, ganz wichtige Situation. Ja, und dann fällt das Tor. Dan Lambert kriegt es zugesprochen. Das Knie eines Kölner Mitspielers war allerdings noch daran beteiligt. Daher auch die Proteste der Essener Spieler. Aber
sehen es noch einmal in der Wiederholung gleich. Das Knie ging natürlich nicht bewusst zum Puck. Daher ist dieser Treffer auch in Ordnung. Ja, es dauerte bis zur 55. Spielminute, bis die Kölner den einen Tore-Rückstand aufholen konnten gegen die Moskitos. Hier sehen wir es nochmal. Krupa stößt den Spieler nach vorne. Da hat er natürlich keine Chance in der Situation. Unglücklich. Unter dieser Rubrik möchte ich diesen Treffer mal abstempeln, aber das Spiel war ja noch nicht vorbei. Und gleich eine Riesenchance für die Kölner, das Spiel sogar noch für sich zu entscheiden. Aber Oldrich Svoboda, klasse, was er an diesem Abend so alles da von der Linie holte. Und dieses Tor, das beflügelte natürlich nochmal die Kölner. Hier nutzen sie fast einen Stellungsfehler aus, aber natürlich keine Strafzeit, wie die Kölner Fans das wollten. Es ging nun hin und her. Luka Seppo liegt hier vor auf Thomas Nemczyki, aber er scheitert an Andrew Burner, der hier Kopf und Kragen riskieren muss, um den Moskito-Siegtreffer zu verhindern. Und alles deutete schon so ein bisschen auf ein Penalty-Schießen hin, als dann Marian Katschir das 3:2 für die Moskitos erzielt. Vorarbeit Luka Seppo. Ja, und der große Underdog führte plötzlich wieder, ließ sich vom Ausgleichstreffer nicht beeindrucken. Noch einmal. Seppo legt die Scheibe nur nach vorne und Katschir völlig alleine gelassen aus der Drehung heraus an Burner vorbei. 3:2, da war natürlich die Freude groß. Und der Stadionsprecher sagt es an, die letzten zwei Spielminuten laufen. Und diese letzten zwei Minuten sollten ein Sturmlauf der Kölner werden. Dazu noch Unterzahl. Und dann hat Oldrich Svoboda wieder zugepackt. Er zeigte wirklich eine tolle Leistung. Und Trainer Bob Leslie nimmt die Auszeit, und bei den Moskitos wusste jeder, was jetzt kommt. Ja, die Kölner nehmen ihren Keeper aus dem Tor und werden versuchen, so viel Druck wie möglich zu kreieren, damit der Ausgleich vielleicht doch noch kommt. Ganz wichtig jetzt, dieses Bulli zu gewinnen. Geht zunächst mal verloren. Lambert und Meiner, die beiden Spieler an der blauen Linie. Lambert nimmt den Schuss und wieder ist
Svoboda, Endstation. Marty Murray kann es nicht glauben. Und noch ein Bulli. Und dann können die Moskitos sich befreien. Aber zu schwach. Scheibe geht nicht Richtung Tor. Aber die Moskitos sind damit aber wieder komplett und können sich mit 5 Mann nun hinten verteidigen. Scheibe geht hier nicht raus. Und Johnny Brach schlägt dran vorbei an der Scheibe. Und wieder ist die Scheibe draußen. Wirklich eine tolle Leistung der Moskitos. Und da hört man es auch am Mitzählen der Essener Fans, die vor uns saßen. Und alle wussten natürlich, bei wem sie sich zu bedanken hatten. Ja, wer hätte das geglaubt vor Spielbeginn? Der Underdog, die Moskitos gewinnen in der Arena in Köln, stürmisch bejubelt von den einigen 100 Fans. Ja, das war mit Sicherheit das Highlight der Saison bis zu diesem Zeitpunkt, wenn nicht sogar der gesamten Saison. Die Mannschaft mit dem geringsten Etat gewinnt gegen die Mannschaft mit dem größten Etat. Ja, und so sieht der Henkelmann bei Nacht aus. Toller Bau.